Bürgermeister, ein Bewerber mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. Leider nur eine Dame unter vier. Nee, das ändert sich noch. Ja, schauen wir mal. Frau Miller, schauen wir mal. So, dann haben wir noch Bewerber unterschiedlichen Alters. Dann brauchen wir nochmal ein Podium. Auch das würde ich als positives Zeichen auch für die gelungene Integration in Kornwestheim deuten. Und Kornwestheimer und Nicht-Kornwestheimer. Also man könnte die Kette noch einiges weiter fortführen. Also Sie sehen, große Vielfalt. Das ist gelebte Demokratie. Mein Dank gilt daher den Kandidaten, die sich für diesen zeitintensiven und anstrengenden Wahlkampf entschlossen haben, das durchzuziehen und danach für ein nicht minder anspruchsvolles Amt zu bewerben. Dafür meinen ganz großen Respekt und ich glaube, das ist ein Applaus wert. Hier sind alle nett, hier gibt schon jemand Respektloses. Wir haben ja nicht alle eingeladen, sondern die, die wir als aussichtsreichste Kandidaten betrachten. Ich höre Gelächter. Wir wollen die inhaltliche Diskussion hier führen und wir wollen auch einen gewissen Kornwestheim-Bezug haben. Und insofern hoffe ich, dass es auch in Ihrem Interesse war, wie wir gehandelt haben. Das ist aber keine Demokratie. Ja, also egal, was ich vom Herrn Hornauer halte, aber das ist nicht demokratisch. Ich kriege gleich mal eine erste Verwarnung. Ganz einfach. Ja, das kenne ich schon. Ja, wunderbar. Dann wissen Sie ja, wie es weitergeht. So, besonders begrüßen möchte ich, und das finde ich einfach toll, dass wir heute hier den Leistungskurs Gemeinschaftskunde des Ernst-Siegel-Gymnasiums haben. Unter der Leitung der stellvertretenden Schulleiterin Frau Antje Barth. Die werden auch im Laufe des Abends sich noch aktiv hier einbringen. Und die Schüler und Schülerinnen sind natürlich auch Erstwähler. Mein besonderer Dank gilt auch natürlich der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus und Herrn Pfarrer Franz Nagler, den ich auch schon gesehen habe, für das zur Verfügung stellen der Räume und natürlich auch der Südwest Media Network für die Organisation der Veranstaltung. Ein Hinweis, und dann bin ich auch gleich zu Ende. Wir haben gerade aktuell laufend den Heimatcheck. Dort können Sie Ihre Stadt bewerten, was läuft gut, was läuft weniger gut. Das machen wir in der ganzen Region. Es wäre schön, wenn Sie daran teilnehmen, www.zgs.de/heimatcheck. Und es gibt auch eine Reise und Gutscheine zu gewinnen. Also da können Sie nochmal auch bewerten, wie Sie das finden. Vielleicht auch nachher dann im Nachhinein, wenn die Ergebnisse vorliegen für den künftigen Amtsinhaber oder Amtsinhaberin.